Herzlich willkommen zu diesem ersten PTR-Video zu Patch 3.3.3. Mein Name ist Venja, ich präsentiere euch das in Auftrag oder im Namen von WoWszene.de. Ja, wenn ihr einloggt, es gibt jetzt nicht super viel auf den ersten Blick, aber für dieses erste Video habe ich mir ein paar Sachen hier ausgesucht. Zum einen, wenn ihr hier diese Glyphenhändler anhandelt, die haben einen ramponierten Schwertgriff. Also wenn ihr schon immer mal diese Quest einfach nur machen wolltet, auf dem PTR habt ihr im Moment die Möglichkeit dazu. Müsst ihr die einfach nur anhandeln, dann habt ihr den im Inventar. Ja, dann eine Neuerung ist ein neuer NPC, der hier mit dem Dreieck über dem Kopf. Das ist der Froso irgendwas, heißt der. Und der verkauft gegen, also gefrorene Kugeln muss man bei dem abgeben und bekommt dafür Ionenleben, Ionenfeuer etc. Dann Runenkugeln und eben auch Frostlotus vor allen Dingen. Frostlotus steht zwar im Moment noch einen Goldpreis dran, aber das ist noch ein Bug, das wird sich ändern in eben ein Frozen Orb, also eine gefrorene Kugel auch. Und ja, ansonsten könnt ihr eben auch noch diese beiden Kugeln, die es in Uldua bzw. PDK gab. Ja, dann hier gibt es noch einmal die Quest, da müsst ihr eure alten Abzeichen abgeben. Wichtig ist auch hier, wenn ihr noch Abzeichen habt, einzelne nützen euch nichts. Ihr müsst 5 bzw. 6 sind ja mittlerweile sogar schon zusammen abgeben. Also das ist ja ein bisschen doof. Einzelne Abzeichen könnt ihr nicht irgendwie einzeln hier abgeben, zumindest im Moment noch nicht bei dem NPC. Kann natürlich sein, dass sich das im Verlaufe noch ändern wird, aber ja, da war es jetzt nicht so. Wenn ihr euch dann anmelden wollt zu der Schlachtfeld Daily, von der ihr vielleicht schon gelesen habt, da müsst ihr einfach nur auf dieses ja, Schlachtfelder Reiter gehen und da kann man eben auswählen, wozu man sich anmelden will und auch zu dem Zufälligen. Beim ersten Mal gibt es da halt noch relativ viel Ehre. Ich habe mich da zwar jetzt angemeldet, aber das ist ein PTR. Da gibt es natürlich nicht so viele Leute, die das auch machen wollen. Darunter gibt es dann auch noch jeweils die anderen auszuwählen und in Klammern steht hinter auch immer noch, ja, welches jetzt gerade Wochenend, Feiertage hat. Ja, dann gibt es hier noch die Möglichkeit, bei speziellen saisonalen Sachen sich eben anzumelden. Ihr seht hier, eben, das ist noch ein bisschen verbuggt irgendwie. Die Anzeige kann natürlich auch an einem meiner Add-ons gelegen haben, weiß ich nicht. Aber eben zum Beispiel dieses bei der Liebe in der Luft Event. Da könnt ihr euch jetzt auch anmelden für speziell dieses Event, was natürlich auch sehr, sehr nett ist und angenehm ist, wenn ihr wirklich dieses Event noch machen wollt. Ja, das funktioniert jetzt auch. Eine schöne Erneuerung, wie ich finde. Schade natürlich, dass zum Love is in the Air Event nicht rechtzeitig draußen war. Auf dem PTR nützt es uns ja alles nichts. Dann der Gnomenkönig. Wenn ihr euch ihn hier mal anschauen wollt, da ist die aktuelle Version auf dem Live-Server, der Hightinker Mechatroak. Und dann sehen wir ihn jetzt hier auf dem PTR noch einmal. Und da sieht er doch schon ein wenig anders aus. Die ersten Vorboten dabei, Glummerigen zurückzuholen, sind da. Er hat einen Hammer, einen schick Schild, sieht überhaupt so ein bisschen aufgemacht aus in den Namen der Gnome und ja, das Ganze wird sicherlich bei der Eröffnungsquest bzw. Event zu Kataklysmen eine große Rolle spielen. Natürlich, genauso wie unsere Hordenfreunde. Wir sehen jetzt hier auf einem Horden-Death Knight auf dem Live-Server. Reite ich mal eben zu Thrall rein, auch auf dem Live-Server eben, um euch natürlich auch die Unterschiede zu zeigen der einzelnen Sachen. Und auch da sieht man, dass das Kataklysm-Event eben bei dem Trollchef, hier ist ja der Vol'jin, bin ich beinahe an ihm vorbeigelaufen. Sieht jetzt hier noch relativ nichtssagend aus, im Prinzip ein Troll wie jeder andere, ja. Stoned und überhaupt. Aber die neue Version sieht definitiv besser und cooler aus. Da sehen wir hier nochmal den Kriegshäuptling. Der sitzt da noch, ja. Also ist noch nicht umgeändert zu Garrosh, der sein Amt übernehmen wird. Und da ist er in voller Rüstung. Er sieht doch auf jeden Fall wesentlich imposanter und ja, einfach trolliger aus, sag ich mal. Ja, das war's dann auch schon für das erste Mal. Ich werde euch sicherlich noch wiedersehen im Laufe dieser PTR-Phase hier in den Videos. Bis dann, euer Venien.